Wer noch dazugekommen ist. Es ist sogar im Haus Diesig. Verrückt, echt verrückt. Flaggen wären geil, die vermisse ich auch. Guck mal hier, das Boot ist zum Beispiel verschwunden. Weil irgendwie. Ich nehme einfach an, es ist untergegangen. Ich bin da nicht so. Banner. Was für Banner? Hühner gibt's. Wo geht das? Wir hatten gerade das Pferd erschossen, auf das ich gehen wollte. Wie heißt denn das Banner? Und wo ist diese Zoom? Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Die sehen immer aus wie. Steine. Ich sehe es nicht. Ein Tarnhuhn. Tannen mag ich ja gar nicht, ne, am Strand. Hä? Zwei schon gar nicht. Man kann die jetzt immer pushen. Und toll, und wie steigt man ein? Ah. Sehr schön.
schön. Das Banner zum an die Wand hängen? Ja, das habe ich. Dieses doppelseitige Schild meinst du, ne? Und eins am Mast. Okay. Kein Schild, ein richtiges, eine Flagge. Da muss es doch schon tausende von Flaggen geben, so skintechnisch. So eine richtige Flagge mit Ausrufezeichen. Du benutzt doch Ausrufezeichen. Also ich meine, wer hat denn angefangen? So. Vergesse mal die Waffe oder das Tool oder so runterzunehmen. Ich glaube, das ist voll unhöflich. Könnte man sagen. So, wir nehmen mal den Hammer mit.
echt normale Klamotten. Zwei Quersumme 9 ist durch 3 teilbar. Zweihundertzweiundfünfzig durch 3 ist 24, Rest 12. Also 84. Ich wollte einen rot-weißen Turm machen, aber gibt's schon. In Rund. Dann habe ich gedacht, mal einen blau-weißen. So ein bisschen so auf. Bavarisch. Bavarisch. Das ist auch ein sehr seltsames Teil hier. Jetzt könnte man damit irgendwas kaputt schlagen. Macht doch so ein komisches Geräusch. Mann. Das ist eher ein Gummihammer. Sehr seltsames Gerät. Ja. Wieso läuft denn der weg? Ich habe auch keine Pfeile mehr, ne? Aber ich kann welche bauen. Okay, 4 Stück oder was? Unglaublich. Ich hatte ja jetzt auch nur die 2 Baumstümpfe. Am Arsch vorbei. Sammeln. Naja. Naja, ne? Warum sind die nicht knallrot oder so? Was? Ich meine, warum ist Aria gegangen? Weil es so viele Tiere gab. So, danke für die Pfeile, sorry für den Kill. Und danke für das Fell und Fleisch. Und das Fett und die Bohnen. Und das Leder.
Ach so. Das ist das Geräusch von einem Gummihammer auf dem Stein. Super wichtig. Yay. Kamera. Fuck. Ist hier jemand der Hammer ausgegangen? Okay, jetzt sehe ich den Nachteil an dem Ding. Dann nicht. Da kam jetzt überhaupt kein High-Quality-Metal raus. High-Quality-Metal-Ohr. Ist dann natürlich doof. Ja, so ein Schuss in den Ofen. Nein, ich komme nicht über den, über die Sprungdinger da. Deswegen muss ich wieder zurückklettern. Nix Aufzug.
Okay, dann. Hier ist der Well. Warum habe ich wohl einen Anleger gebaut? I don't know. Wie viel brauche ich denn für den Anzug? Geht doch 15. Wusste ich doch. Ah, guck mal, hier fehlt ein Schild. Gab es einen Server-Neustart? Ja, klar. Ach Mann, ey. Das ist doch scheiße. Das allererste ist wieder. Das eine scheinbar. Gut, aber da war nichts. Hier auch alles gut, auch alles gut. Auch alles gut. Nur das allererste Schild war down. Ich finde, das sieht cool aus, wie das so ein bisschen zur Seite weggeht.
Das wird der blau-weißeste Turm auf diesem Server. Nicht überlappen. Kriegen die nicht gebacken, ne, mit den Schildern. Schade. Hier ist noch eins. Das letzte und das erste waren wieder nicht bemalt. Save, Update, Lock. Ist es nicht gelockt? Doch. Oha. Immer wenn die Leute irgendwas von mir sehen und dann fragen die im Chat immer, wem gehört denn dieser komische irgendwas? Was war das? Der komische. Hier könnte man eigentlich so einen Blubber aufstellen.
Blubberer. Du bist doch nicht dran gekommen, oder? Hier voll James Bond-mäßig. Mitgenommen. Super. Hier, dafür ist der. Jetzt habe ich das auch mitgenommen. Dafür ist der Gummihammer jetzt gut. Weil egal. Immer ausmachen. Immer den Motor ausmachen. Ja, das haben sie aber schick gemacht jetzt hier. Aufstehen, rüberjumpen, zuschlagen. Zurückspringen, setzen, Motor an. Sehr cool.
geradeaus aufspringen, rüberspringen. Damals 98 bei den Let's Plays, da haben wir auch, da gab es irgendwas, wo man durch Amsterdam fährt. Mit, ja, Booten. Ich glaube sogar, das war irgend so ein, nee, das war kein Bond-Spiel, das war noch vorher. Muss ich denn noch rüberjumpen? Großartige Idee mit dem Motorbooten. Gefällt mir sehr. Voll der Laden hier. Und noch mehr Läden. Na? Na? Es ist schon wieder 1 Uhr, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, eckig, ne? Dreieckig. Sieht bestimmt aus wie, kam dir bestimmt beim Backen die Idee, oder? Ja, das ist von Zen Furnace. Ja, sehr geil. Das hast du ja schick gemacht. Ist das eine Kuchenform hier, die du dir abgeguckt hast, oder was? Wird instabil. Du hast hier Metalltüren. Hast du es verbunden? Du hast gar kein TC da drin, oder?
Darius, wenn das ein separates Gebäude ist, dann brauchst du ein TC da drin. Ein Werkzeugkasten. Schrank. Kann gar keinen stellen. Dann muss es verbinden. Glaube ich. Dann muss es irgendwie verbinden. War das verbunden oder hast du einfach angefangen, da neu zu Habe bauen? angefangen zu bauen. Das ist, glaube ich, schlecht. Aber so, also ich glaube, es ist so. Weil Vicinity reicht nicht. Also Range reicht nicht. Wow. Guck mal her hier. Wow. Ist ja schon klar, dass du damit die Luft verpestest. Sieht aber so aus. Ich will das Herz haben. Da spritzen sogar Funken raus. Ja, eigentlich schick. Eigentlich Kannst du das schick. mal sehen, was ich jetzt drum gebaut habe? Ich will immer alles sehen. Ich bin der Allesseher. Der alles sehen wollende. Da brauche ich jetzt eine Erstens Taschenlampe. mal habe ich die Wohnung erweitert. Die Wohnung. Ein bisschen. Ja, auch mit dem Lagerraum. Ich habe Hier einen dein. Durchgang zu meinem Shop gemacht. Ja, ich fand den Stuhl so geil. Ich fand das mit dem Tor, fand ich so hübsch, so passte so. Ja, voll dekadent. Hier geht es raus auf mal, das habe ich umgeändert, ein bisschen Platz sparen da. Warum? Auch mit einfach weil es mir zu viel Rohstoffe verbraucht hat. Abgib. Nur dass es hier Okay. Dass da ja keiner dran geht. Ja, und ich denke mal. wenn ich mal oder als Scherz oder so einfach nur das Ding anstellt, während ich ihn weg bin. Einfach. Da fällt mir die Ölpumpe rein. Ja, ich muss jetzt, glaube ich, nächstens zur Steinmine. Ja, da war ich gerade. Gleich Sehr auch noch schön, sehr Metall. schön. Schon ganz schön viele Es Bären. noch ein bisschen luftiger gemacht, wieder luftiger gemacht. Genau, das war die, die Und ich kannte. Und. Dödödö. Ja. Geht er aufs Meer raus? Geht er zu meinem Hotel rüber? Nee, aber ganz schön weit. Heftig, ja. ich sehe das nicht. Du siehst das nicht? Nee, also das Hotel sehe ich. Ich sehe das Hotel zwar, aber ich sehe nicht, wie es angeleuchtet ist, ob es angeleuchtet Ach ist. so, nee, nee. Ich glaube nicht. Ist auf jeden Fall witzig. Ich kann die Dinger jetzt auch bauen. Ja, super. Ja, ich auch. Komme auf jeden Fall auf meine Türme drauf. Ja, schön. Und mein Anleger da Vor der hinten. Tür habe ich noch was.
Der Anleger versaut dir auch nicht die Sonne, ne? Hier, mein Anleger, der versaut dir auch nicht den Sonnenaufgang. Der liegt unterm Horizont, sehe ich gerade. Wo? Voll Neon. Ja, ich finde die Schilder ein bisschen schräg, also halt so rittermäßig. Wegweiser auf jeden Fall voll wichtig. Die Night. Bloody Knights, Tools and Guns. Ja, Darius, also, wo ist er jetzt? Wo? Haus. Was? Raus? Also ich würde das Ding zerfallen lassen und dann halt mit einem Anschluss an deine Bude nochmal bauen. Oder? Du ziehst das weit genug weg irgendwie in eine Richtung, bis du dann da ein TC bauen kannst. Ja. Genau. Irgendwie sowas. Versuch das mal. Tada. Na also. Und dann ist das Ganze auch wieder. Dann ist das Ganze auch wieder schön asymmetrisch. Gut, Jung. Ich zisch mal zu meinem Anleger. Pack mal aus. Hast du gehört? Okay. Viel Erfolg. Und meld das Ding an. Und mach deine Tür zu. Hä, wo ist denn jetzt mein Boot? Das. Dann nehmen wir das.
10 Jahre Ports of Call, das geht nicht so einfach an einem vorbei. Nicht so einfach. Schön, wie das so im Wasser dümpelt. Oh nein, nicht schon wieder. Thank you.
Zeit für eine Streampause, glaube ich. Kann ich wegwerfen, was soll denn das? Kein Bandana. Warum denn nicht gleich so? Stühle. Wood and Fragments. Und eine Workbench, ne? Also es gibt auch geskinnte. Okay. Nein. Ein bisschen doof hier. Der eine kann aus dem Fenster gucken, die andere nicht. Naja.
Gut. Presslufthammer und Lötlampe. Total. Habe ich noch nie von gehört. Lötlampe und Presslufthammer. Oh oh. Kommt direkt auf mich zu. Das ist die Banane. Ich dachte, das wäre der richtige. Da habe ich sicher noch mal Glück gehabt. Blödsinn drin. Ach. Lötet man damit nicht eher Sachen? Also macht sie zusammen statt auseinander? Okay, habe ich mir fast gedacht, dass der Presslufthammer das Gegenstück zum zur Motorsäge ist. Ja. Oh ja. So Mad Max mäßig. Ich wollte gerade sagen wegen Crossout, aber das machen nicht Facepunch, sondern Gaijin, die auch War Thunder bauen. Aha.
Oh ja. Turmanzug an. Was sagt er denn? Es wird nur noch möglich sein, einen Bauschrank pro Server zu platzieren. Ein Bauschrank pro Server. Dann war es das für mich. Und mein Depotnetz. War ja klar. War ja klar. Immer auf die PVEler. Lassen wir mal hier. Haben wir hier schon Shops? Ja.
Ja. Buggy und LKW wäre schon geil. Sleeve 20. Wieder so ein Ding. CCTV geht nicht. Computer geht auch nicht. Targeting Computer. Not researchable. Auch nicht. Kann man aber gut schreddern, die Dinger. Also schreddern. Fehlt nur einer. Und ich habe keinen Brennstoff. Aber nur eine Lampe. Gut.
Noch eine Tams. Da wieder aufgehört, weil ich kein Benzin reingetan habe. Hatte ich schon rausgeholt. Jetzt geht's wieder los. Für so einen Scheiß ist der Hammer gut.
Die Dinger hatte mir Darius gezeigt, beziehungsweise haben wir die entdeckt, dass sie halt Leitern sind und Kisten. Schatten. Spider-Man, Spider-Man. Du. Die sind nur so grüne Dinger. Nur grüne Kisten. So, langsam wird's eng. Eine grüne Kiste. Genau, vorhin sind wir da Huckepacke drauf. Jetzt muss ich ganz alleine ran. Hm?
Nein. Ist verhaftet. Was war denn hier drin? Kiste. Oh, der Mann.
ist nie was drin. Okay. Nice. Moment, stopp, stopp, stopp. Fake Steine. So, 350.
Level 3. 1250, glaube ich, ne? Ja. Mm-mm. 1250. So, jetzt habe ich Steam zugemacht und kann natürlich nicht sehen, wer hier noch am Server ist. So sehe ich das nicht. Die Nacht dauert nur 4 Minuten, sagt er.
Hier dauert es so 10 Minuten. Also wirklich. Ja, 8. Also bis die Sonne wirklich verschwunden ist. Und dann auch schon wieder aufgetaucht ist. Etwa 10 Minuten. Da unten auch nicht. Why? Why not?
Ach, jetzt geht das wieder nicht. Es geht nur so.
Hä? Verstehe ich nicht. Dieses PvE ist kein PvE für mich. Welches denn? Also Voice wäre schon mal cool gewesen, glaube ich. Es fehlen wichtige Palkins. Schon wieder grundlos gestorben, weil die scheiß Wissenschaftler buggen. Buggen. Ja, was ist denn PvE? Also für mich ist das hier genau richtig. Nicht getötet werden können von anderen Leuten und nicht geradet werden können von anderen Leuten und alles andere genauso wie. Genau. Wie auf dem PvP-Server etc. Es nervt. 2 Stunden Scrap Farm, um dann 600 oder so zusammen zu haben, um wiederum. Dann einfach zu sterben wegen Rubberbandig. Rubberbandig. Kümmert euch mal um mein Skillsystem. Wenn ich sowas mache, dann heißt es, ich motze. Ich mache das dann gerne im Chat und dann wird auch noch gesagt, ich würde Leute beleidigen. Bis vor 1,5 Wochen oder so. Also bis zum Vibe konnte man hier getötet werden und konnten Gebäude beschädigt werden. So habe ich die letzten 6 Wochen gespielt. Und wenn das passierte, dann habe ich es halt wieder aufgebaut. Und keine Ahnung. Aber ich bin ja auch neu hier, also ich weiß nicht, wie es normalerweise läuft. In meinem Stream waren ständig Leute, die mir halt erzählt haben, wie es bei ihnen läuft. Mit Skillsystem und Stadt gebaut und keine Ahnung was für Sachen. Und man kann Pferde reiten. Ja, ist nicht so meins vielleicht. Ich möchte ziemlich nah dran sein an dem Rust PvP-Server, Vanilla. Und auf der anderen Seite ist der Admin aber gerne bereit, auf Wünsche einzugehen. Das hat er in den letzten Wochen immer und immer wieder gemacht. Deswegen hatten wir die Autos. Deswegen wurden dann Plugins installiert, damit man nicht gekillt werden kann, obwohl es vorher schon halt zumindest ein Auto-Kick-Ban gab von einem Typen, der sowas machte. Geradet kann nicht mehr werden. Ja. Und das halt eben auch auf unsere Anfragen hin. Aber man kann auch, gibt 1000 andere Server bestimmt, ja. Vielleicht kenne ich sie auch einfach nicht besser oder anders. Aber zum Beispiel möchte ich einen Upkeep haben. Ich möchte wissen, wie lange es dauert oder wie viel Upkeep ich halt haben muss für ein Gebäude. Und wie schnell es vielleicht kaputt geht und all sowas.
Nicht vergessen ist wieder da. Du willst möglichst nah am PvP Rust spielen? Ja, dann mach das doch. Ja, mach ich doch. Haben wir gesehen, 2 Sekunden und du bist weg vom Fenster. Fehlt mir gerade der Kontext. Ich habe dich gerade erst gesehen. Sorry, hallo. Also ich hatte schon gute Schlachten gegen Taucher. Ich finde die gut. Wissenschaftler. Könnt ihr auch einfach mal einen anderen PvE-Server ausprobieren, aber hey, das könnte dir anderswo ja vielleicht besser gefallen. Also ich habe 5 oder 6 in meiner Liste, bei dir war ich tatsächlich noch nicht. Was? Stimmt überhaupt nicht. Du hast schon so oft Angebote bekommen, dir mal was anderes anzuschauen, aber nee, du gammelst lieber da rum und verweigerst jede Einladung. Unsinn. Weil ich deine Einladung noch nicht angenommen habe, verweigere ich die und alle anderen. Da kann ich jetzt nicht so zustimmen. Entschuldigung. Allerdings, da gab es so ein paar Dinger wie diese Troller, die ja mal irgendwann auftauchte. 5 Minuten für ihren Server und ihre Facebook-Gruppe warb und dann wieder weg war. Ja, sowas dann schon. So eine Server-Mami mit rauchiger Stimme. Und außerdem habe ich gar nicht über den Server geschimpft, hier der nette Barde, der aber nicht viel sprach. Hatte ich nicht vorhin ein Garagentor gefunden? Hier brauche ich eigentlich gar kein Fuel, genau.
Komme gar nicht hinterher. Ich rede nicht mal von meinem Server, doch das stimmt. Du warst ja nicht ein einziges Mal auf einem anderen Modded PvE-Server. Zumindest nicht im Stream und ansonsten lügst du, ja, aber du widersprichst dir selbst. Du sagst, du willst Rust PvP spielen, spielst aber auf einem PvE-Server. Frag dich mal, warum ich mich nicht mehr seit 3 Tagen hab blicken lassen. Weil es irgendwie nicht klappt mit dem Ärgern. Und der Fring hat recht, dem Server fehlen wichtige Dinge wie das Skillsystem. Man braucht circa 3 Stunden zum Farmen von 100 Scrap. Hä? Hast du gerade die letzte Stunde zugeguckt? Das waren 350 im Trainyard, während ich darauf gewartet habe, dass das Dings brennt. Also, dass das Fuel Part kommt. Stunden. Ich glaube, Gustavo meinte vorhin eher, dass er dann gekillt wird, wenn er das Zeug zusammen hat. Wenn ich PvP spielen will, dann gehe ich auf einen anderen Server und das haben wir ja auch schon ein paar Mal gemacht. Das war ja zuletzt katastrophal, weil ich hatte die meisten Stunden und alle anderen blieben irgendwie weg, müde, Freundin, Black. Sind 3 Stunden zum Farmen von 1000 Scrap. Okay. Das könnte dann hinkommen, ja. 1150. So, ich bin jetzt natürlich mal ein bisschen unfair, vielleicht. Okay. What?
jetzt versteckt dahinter? Ich brauche den Vierfachzoom. Tausend. Please join Breaking Rust Solo Trio, it's a fun. Hä? Echt jetzt? Das hatte ich auch noch nicht. Im Stream. Ich muss den Chatbot mal einrichten. Ich denke mal, da kann man auch so Sachen exkluden, ne? Das ist jetzt der normale. Bestimmte Taucher mal rufen.
zu recyceln. Schön oben drüber weg. Ja, das finde ich ein bisschen komisch, Chat-Moderator. Also ich kann mir das halt vorstellen bei irgendwelchen großen Streamern, aber wer wird denn für mich den Chat-Moderator machen? Der muss ja auch online sein, wenn ich bin. Chatbots gab es schon 95. Also ist sicher nicht so viel schwerer, die zu programmieren wie damals. Also auf der anderen Seite finde ich das halt versuch mal bitte öfter auf den Chat zu schauen. Teilweise wartet man 10 Minuten länger auf eine Antwort von dir. Ja, vielleicht brauche ich doch einen Chat-Moderator. Oder gibt es nicht irgendwie einen Ping oder so? Manchmal bin ich halt ziemlich abgelenkt. Entschuldigung. Aber ich sehe schon, das alles hat, ich war ja so begeistert von den Rechten, ja, die man so als Twitch- und YouTube-Nutzer hat. Nämlich einfach streamen, was man macht und dann auch noch kostenlos abspeichern und online stellen, was man macht. Aber ich bekomme ja ständig Pflichten reingeknallt, wie man sich gefälligst zu verhalten hat. Aber das ist okay, das ist ja alles, gehört alles zur Lernphase. Bin halt auch nicht so der Chatter. Ich meine, dafür gibt es halt Voice. Und auf der anderen Seite dann halt, ja, zum Beispiel die Idee da mit dem, oder der zweite Mann heute im Chat, im Stream, im Voice. Das war natürlich ein bisschen heftig. Der immer so blöde Fragen hat und dann aber trotzdem alles weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß. Und gib mal bitte. Ich brauche. So, was brauchen wir denn hier? Wir brauchen ein Regal.
Tür. Steine? Nein. Haben wir keine. Fragmente. Ja, aber mal ehrlich, nicht vergessen. Ich meine, außer uns ist gerade nur der Tert und das elektrische Skateboard da. Du hast die ganze Zeit nur versucht, mich zu ärgern. Das ist doch. Ich habe nicht mal gesehen, was du gebaut hast. Deine Villa von vor dem Vibe habe ich auch nicht gesehen. Das ist wieder der andere.
Zahnzelle weg, hm? Das ist alles Stein, aber ich brauche Metallerz. Ich glaube, bei mir wäre zum Beispiel auch schon viel mehr zusammengekommen, wenn ich mich auf ein Ding konzentrieren würde. So habe ich zum Beispiel alles verteilt. Aber es läuft eigentlich doch schon alles dann im Hotel zusammen. Über kurz oder lang.
5 HQM, eine Metal Pipe, 3 Propan Tanks, 2 Gel. Das Fett.
So. Gute Nacht, bei. Nicht vergessen. Ja. Und ich 2 Stunden 54 wieder statt einer Stunde. Ja, ich sollte mehr aufpassen. Generell mehr aufpassen.
Wir sind 3 Stunden jetzt rum. Gestreamt wieder. Mach auch eine kleine Pause. 4-5 Minuten Kaffee holen, dann bin ich wieder da. Vielleicht bis gleich oder gute Nacht.